Ja, moin moin ihr Lieben. Ich bin der Finn Krause, ihr kennt mich schon. Ja. Das ist Patrick Fleischer vom Angelcenter Kassel. Hallo. Zu Besuch in Hamburg bei uns und ja, Patrick und ich kennen uns vom Edersee. Da ist Patrick nämlich Guide und fischt dort. Tja, und jetzt habe ich ihn mal eingeladen nach Hamburg und zusammen wollen wir hier am Kanal mal so ein bisschen rumhühnern, oder? So sieht's aus, mal gucken, was bei euch so los ist hier. Genau, geangelt wird auf alles, was geht. Ich habe eine schwere Rute dabei und eine etwas leichtere Zielfisch. Ja, ich denke, dass wir ein paar Sander fangen. Dafür ist ja Hamburg bekannt. Ein paar Barsche und dann sollte das eigentlich ein schöner Tag werden. Genau. Ein paar Hechte natürlich wollen wir auch noch. Wir auf jeden. Gierig heute. So, alles was geht. Wir zeigen euch ein bisschen Technik und Taktik und los geht's. Ja, mal so ein kleiner Tipp. Wenn ihr euch Brücken nähert, fahrt nicht gleich in die Brücke rein, ankert dann oder kreist in der Brücke und macht dann eure Würfe. Nein, stoppt ein bisschen früher ab und fangt dann an reinzuwerfen. Erst dann nähert ihr euch der Brücke sozusagen. Denn oftmals sind die Fische sehr schreckhaft und sobald sie das Boot merken, dampfen ab. So kriegt man immer noch mal den ein oder anderen Bonusfisch. Zweite Sache ist, Brückenpfeiler sind super interessante Strukturen. Sehr, sehr viele Fische stehen unmittelbar neben Brückenpfeilern. Oftmals sind Brückenpfeiler auch ein bisschen unterhöhlt. Also lohnt es sich immer mal den Köder zu nehmen und direkt an der Kante sozusagen entlang zu führen. Das sieht immer ganz gut aus. Ja, das gilt es eigentlich so. So nähern wir uns jetzt den Brücken. Nachher kommen noch andere Strukturen wie überhängende Büsche. Da fischen wir dann vom driftenden Boot aus mit dem Wind, lassen wir uns dann da treiben und sehen zu, dass der Köder möglichst dicht an die Strukturen rangeworfen wird und dann auch, um ja, am Holz entlang gezogen zu werden. So, wir haben gerade mal hier an diesen kleinen Wäldern und Seerosenfeldern geangelt. Ich habe einen kleinen Squirrel genommen und wie man sieht, den Hecht völlig aus der Reserve gelockt. Absolut super geiler Drill. Den Fisch habe ich eben gefangen, inklusive Bäume. Wahnsinn. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wir fischen hier zwei Taktiken. Einmal auf Barsch und einmal mit einer anderen Route auf Zander und Hecht. Dazu sollte man natürlich auch das entsprechende Gerät dabei haben. Ich habe hier eine leichte Baitcaster-Kombo bis 25 Gramm. Damit fische ich alles vom 5 Gramm Jig bis hin zum 12, 11, 13 Gramm Wobbler. Das macht Spaß, dafür ist die Route super geeignet. Für die etwas gröbere Geschichte zum Hechtfischen habe ich hier eine Skeet-Reese-Kombo. Das ist die Swimbait Carolina Rig Route, die hat ungefähr 60 Gramm Wurfgewicht. Da kann ich dann auch mal einen etwas größeren Köder mit schmeißen. Macht absolut Spaß und ist wichtig, wenn man so ein bisschen flexibel angeln will. Ja, und jetzt mal ein Blick in meine Köderkiste. Da sind eigentlich so jetzt meine Favoriten für so eine Touren mit drin. Die Köder, die ich auch am liebsten fisch. Ein bisschen was für Hecht und Barsch. Alles gemischt. Für Zander ist natürlich auch was dabei. Meine Favoriten zurzeit zum Hechtangeln. Buster von Strike Pro, natürlich super cool. Kill Bill von Balsa, auch nicht schlecht. Ich habe den BBZ von Spro dabei. Ohne meinen Pointer sage ich natürlich gar nichts. Wie man sieht, hat er auch noch nicht wenig Fische gesehen. Ja, und sonst halt so die gängigen Baits. Dann für Barsch natürlich, hier halte ich mal hoch, ein bisschen kleinere Wobbler dabei. Tieftauchende und flachlaufende. Ja, ein Killer, den ich eigentlich auch jedem empfehlen kann. Squadmino in Barschdekor von Ilex, auch echt top. Naja, was soll ich sonst noch sagen? Ich habe natürlich einen Haufen kleine Baits hier von der Firma Rhines. Die bin ich gerade am Testen, da bin ich eigentlich sehr mit zufrieden. Habe schöne Barsche damit überlisten können. Meistens gefischt am Carolina Rig, auch Texas Rig. Das hat auch super geklappt.
Ich fische auch gerne von Kitec. Ja, solche kleinen No-Action-Sheds hier ist eigentlich alles was dabei. Wenn wir abends ein paar Rapfen sehen, darf natürlich ein Popper nicht fehlen. Ein Spinner, wie ihr seht, es ist eigentlich von jedem etwas dabei. Man sollte wirklich ein bisschen flexibel fischen. Gummifische für Hecht setze ich auf, ja, auf so einen großen Wackelschwanz hier. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Man muss ein bisschen flexibel sein. Unter den Brücken rechnen wir mit Zandern und Barschen und dann an den Büschen meistens eigentlich eher mit Hechten. Und dafür ist eigentlich alles in der Kiste dabei. Und ich denke auch, wir finden den einen oder anderen Abnehmer. Oder Patrick, was meinst du? Auf jeden Fall. So ist es. Los geht's. Schon fette Nachläufer, aber die machen auch Spaß. Hammer, der geht wieder rein. Genommen. So, Köder, kleiner Copyto in so einer, ja, recht freundlichen Farbe, soll wohl einen Kaulbarsch imitieren. Der geht weiter. Hecht, jetzt auf dem Gummi. Auch wieder ein kleiner Brückenräuber, aber wisst ihr was, guckt euch das mal an. Der wird schon ordentlich gefetzt. So, der geht wieder rein. Also, kann man gerade wieder ein, eindeutig, glaube ich, für den Gerät nehmen. Mit dem leichten Gerät macht das richtig Fun und die ruppen auch richtig rein. Super. Ja Leute, wie schon gesagt, auch ich fische mit zwei Ruten, eine für größere und eine für kleinere Köder. Ich habe hier folgende, ich habe eine leichte Rute, knapp 2 Meter Länge, die ist jetzt von Ilex, mit einer kleinen Rolle, in diesem Fall von Diver, ungefähr 150 Meter Schnur mit 4 Kilo Tragkraft. Und dann eine größere, die Fox Limited, 2,40 Meter lang und eine Shimano Rolle in 2500er Größe. Da kriegt man auch 150 Meter Schnur drauf in 6 bis 8 Kilo, je nach Schnursorte. Als Köder verwende ich auch ganz gerne Wobbler. Einer meiner Favoriten ist dieser. Das ist ein kleiner Ilex Wobbler, auch in der Farbe Weiß. Ein Shobby, perfekter Köder. Oder gerade hier, wo auch mit Strömungen und so zu rechnen ist und größeren Tiefen. Twister vom Profiblinker. Natürlich Copyto, Gummifische, also das ganz normale Sortiment.
Das ist einer meiner bevorzugten Köder. Das ist ein kleiner Wobbler, bauchig, ein sogenannter Crankbait. Läuft etwas tiefer, gibt es aber in verschiedenen Versionen. Nur reinschmeißen und wieder reinholen, kein Schürken oder ähnliches. Macht ein bisschen Alarm und hat mir sehr, sehr viele Fische gebracht. In allen möglichen Sorten und auch Größen, also Hechte bis 90 cm hiermit schon gefangen. Große Barsche, auch Sander, sowas sollte in keiner Kiste fehlen. Natürlich die Tauchtiefe immer dem Gewässer angepasst. Wenn man dann einen Spot gefunden hat, wo man etwas länger und intensiver fischen will, dann nehme ich gerne diese. Das sind schwebende Wobbler, in diesem Fall von Ilex einer. Einfach reinschmeißen und so ein bisschen mit der Rute schlagen. Zack, zack. Der Köder bewegt sich so. Stehen lassen, also brutaler Köder. Fürs Hechtangeln ebenfalls sehr gut, hat sich rauskristallisiert, ist der Diver Wobbler, noch nicht allzu lange auf dem Markt. Gerade in der Farbe konnte ich eigentlich an fast allen Gewässern damit schon gute Fische fangen. Und ansonsten hier noch mal ein paar gängige Köder, die man gerne benutzt oder die ich zumindest gerne benutze. Das ist ein selbstlackierter, einfach schwarz, unten weiß und ein bisschen Glitter an der Seite. Und wie man sieht, der hat auch schon sehr viele Einschläge. Also manchmal sind auch dunkle Farben sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, wir haben hier wieder eine neue Brücke. In der Mitte haben wir keinen Pfeiler im Wasser, sondern nur wirklich eine Uferbefestigung. Aber trotzdem sehr guter Spot, denn man muss eins sehen, da wo der Schatten anfängt bzw. aufhört, da stehen öfters große Räuber. Vor allem der Sander ist an solchen Plätzen auch ganz gerne anzutreffen. Und wieder ein Barsch. Here we go. What a nice perch. Schön, leicht gefangen auf Copino. Was sonst? Boot ist draußen. Patrick tritt jetzt langsam seinen Heimweg an, aber wir hatten eine gute Zeit. Ja, wir waren gar nicht lang unterwegs. Wir haben 3-4 Hechte, ein paar Barsche, also alles Mögliche. War besser, als ich gedacht hatte. Ja, war ein bisschen schwierig. Wir haben hier gerade die Pappelnblüte. Hier fliegen Tausende von Fuseln durch die Gegend. Das war ein bisschen nervig so auf dem Wasser, aber an für sich war ein schöner Nachmittag, also beziehungsweise ein schöner Tag. Nachmittag war es ja nicht ganz, aber war ein schöner Tag, wir haben viel Spaß gehabt, ein paar Fische konnten wir fangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem ganzen Ding. Und alleine die Kulisse hier, mal so angeln mit den Leuten, die sich hier auch auskennen, ist einfach wunderbar. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also, du kommst wieder, ne? Natürlich. Im Herbst nochmal und dann dürften die Zander auch ein bisschen ruppiger beißen. Wir hatten ja jetzt heute gar keinen, aber... Ja, aber das mit den Hechten... Ach doch, hier vorne, den vorhin an der Elbe, der war ja auch ganz nett. Und? Allerdings noch so mit langer Hose und so, das war ein bisschen kühler heute Morgen. Zweite Drift, erster Biss, versemmelt, nächster Biss, Fisch. Super, das ist ein schöner 60er oder Ende 50. Na, 60 hat er nicht. Aber ein toller Fisch. Wow, klasse. Ja, wir befinden uns hier an der Spitze, Barkenhöft. Super schön, toller Fisch. Gebissen auf einen riesengroßen pinken Shad.
schöner Tag, schönes Wetter. Ja, ein paar Regenschauer ganz am Anfang. Ja. Ganz früh, aber jetzt ist es schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.